Deshalb freue ich mich ganz besonders, dass wir heute einen Vertreter der modernen Teilchenphysik bei uns haben, den wir schon gut aus früheren Urania-Veranstaltungen kennen und dem man nun wirklich nicht nachsagen kann, er hätte sich nicht um das Verständnis der erkenntnistheoretischen Grundlagen seiner Forschungen bemüht und diese auch der breiten Öffentlichkeit verständlich gemacht. Er leitet inzwischen nach Umstrukturierung, wie ich gerade eben erfahren habe, den Bereich Teilchenphysik bei DESY Zeuthen, ist in großen Experimenten, zum Beispiel am Large Hadronic Collider in Genf, unterwegs und Öffentlichkeitsarbeiter des CERN immerhin für ganz Europa. Wir konnten schon wiederholt erleben, wie fundiert, nachdenklich und wissenschaftlich zurückhaltend er die Ergebnisse des LHC interpretiert hat. Ich kann mir keinen besseren Diskussionspartner aus den Reihen der Hochenergiephysik für unsere Diskussion heute vorstellen. Herzlich willkommen, Herr Professor Thomas Naumann. Jetzt neben ihm, nachher vielleicht gegenüber, sitzt heute Herr Dr. Alexander Unziger aus München, der dort Physik und Jura studiert, über Meteorologie diplomiert und auf dem Gebiet der Hirnforschung promoviert hat. Er hat unter anderem über Einsteins einheitliche Feldtheorie oder über Feldgleichung mit Torsion geforscht und zum Beispiel zum Mach'schen Prinzip gearbeitet. Außer seinen Schülern ist der Gymnasiallehrer durch seine viel beachteten Sachbücher, die auch draußen vor der Tür liegen, bekannt geworden, in denen er fundamentale Kritik am Zustand der aktuellen theoretischen Physik übt. Sein Buch Vom Urknall zum Durchknall, die absurde Jagd nach der Weltformel, wurde 2010 von Bild der Wissenschaft zum brisantesten Wissenschaftsbuch des Jahres gekürt. In seinem jüngsten Buch Auf dem Holzweg durch das Universum, etwas nach Escher gestaltet dieser Weg, geht Herr Unziger besonders mit der modernen Kosmologie ins Gericht. Bildlich gesprochen würde ich sagen, Herr Unziger ist derjenige, der in Andersens Märchen des Kaisers neue Kleider ruft. Der Kaiser hat doch gar nichts an. Wir wollen heute diskutieren, ob dieser Ausruf zu Recht erschallt oder ob er der prächtigen Prozession der physikalischen Königsdisziplin Hochenergiephysik zu nahe tritt. In Rezensionen heißt es, die Bücher von Herrn Unziger erfüllen in dem dialektischen Prozess, der Wissenschaft eigentlich sein sollte, eine lange überfällige Rolle. Ich danke Ihnen beiden, Herr Naumann und Herr Unziger, sehr herzlich, dass wir uns heute mit genau diesem Prozess befassen können und hoffe auf eine spannende und erkenntnisreiche Diskussion. Ja, Herr Dr. Bleier, herzlichen Dank für die freundlichen Worte zur Einführung. Guten Abend, liebes Publikum. Physik ist etwas sehr Spannendes. Wenn man sich vergegenwärtigt, dass wir hier auf einem Planeten sitzen, mit Teleskopen weit in das Universum hinaussehen, gleichzeitig die kleinsten Dinge auch betrachten, dann sind wir sicher in einer besonderen Zeit. Und ich freue mich auch besonders, dass Sie gekommen sind, sich für diese grundlegenden Dinge der Natur, für diese Fragen, woher kommen wir, wohin gehen wir, dass Sie sich dafür interessieren. Wenn man Physik macht, wenn man grundlegende Physik macht, tut es auch gut, sich etwas von der Gegenwart abzuheben, sich klarzumachen, Physik ist Naturphilosophie, die Frage nach den grundlegenden Dingen, auch zu hinterfragen, wie wir selbst, wie Homo sapiens, wie die Wissenschaftler diese Physik entwickelt haben im Laufe der letzten Jahrhunderte. Demokrit hat sich vorgestellt, es muss etwas Einfaches, es muss einfachste Bausteine der Natur geben. Newton ist auch einem Prinzip gefolgt, Dinge zu verstehen, Dinge zu vereinfachen. Seine Theorie hat gewaltig vereinfacht das Bild der Physik. Schließlich Einstein verdanken wir nicht nur die größten Erkenntnisse teilweise, sondern hinter diesen größten Erkenntnissen
stand auch eine tiefe naturphilosophische Überzeugung. Einstein sagte, er könne sich nicht vorstellen, eine Theorie, die nicht hinreichend einfach ist, die hat keine Wahrscheinlichkeit, auch wahr zu sein. Er war getrieben davon, Einstein, von dieser Suche. Er hat in den Veröffentlichungen geschrieben, das kommt jetzt darauf an, ob er das berechnen kann, ob er diese zwei Teilchen noch schafft, zu berechnen bei seiner damaligen Suche. Er ging der Frage nach, was hält die Welt im Innersten zusammen? Heute, 2013, hat die Teilchenphysik auf diese Frage zur Antwort Up-Quarks, Down-Quarks, Charm-Quarks, Strange-Quarks, Bottom-Quarks, Top-Quarks, Gluonen, Elektronen, Myonen, Tauonen, Elektronen-Neutrinos, Myon-Neutrinos, Tauon-Neutrinos, W-Bosonen, Z-Bosonen, noch einige andere, alle noch verdoppelt, weil es Antiteilchen gibt. Manche kommen in drei verschiedenen Farben vor. Sieht so die Natur aus? Diese Frage muss man sich, glaube ich, stellen. Und wenn man an die Wissenschaftsgeschichte wieder denkt, dann fühlt man sich an einen Ausspruch erinnert von König Alfonso X. von Kastilien, der da sagte, hätte mich der Herrgott bei der Schöpfung um Rat gefragt, ich hätte etwas Einfacheres empfohlen. Und er bezog sich damals auf dieses mittelalterliche Weltbild, dieses geozentrische Planetensystem, das von der Vorstellung ausging, alles dreht sich um die Erde. Alle Planeten, die Sonnen, sind Kreisbahnen um die Erde. Wie man dann festgestellt hat, das stimmt nicht so richtig. Mars, der scheint sich nicht nur auf einer Kreisbahn zu bewegen, sondern manchmal so ein bisschen rückwärts zu laufen. Dann hat man das Modell angepasst, justiert und gesagt, nö, Mars läuft nicht auf einer Kreisbahn, sondern auf diesem Kreis ist noch ein weiterer kleiner Kreis montiert und der macht dann so eine, ja, so eine Bewegung, die man als Epizyklen bezeichnet. Und das stimmte wieder nicht. Und dann hat man wieder neue willkürliche Annahmen erfunden, um das Modell zu retten. Hat gesagt, vielleicht ist der Mittelpunkt des Kreises etwas verschoben. Das war dann ein Exzenter. Mit anderen Worten, dieses geozentrische Weltbild war sehr, sehr kompliziert. Es war dadurch auch nicht glaubwürdig. Und wir müssen uns heute erinnert fühlen an den Zustand des Standardmodells der Teilchenphysik. Wenn wir nicht nur alle diese Teilchen haben, sondern auch noch jedes dieser Teilchen noch ein paar unerklärte Zahlen mitbringt, die nicht gerechtfertigt sind, die nur gemessen sind. Zahlen, von denen Einstein alle gesagt hätte, er kann sich nicht vorstellen, dass eine unerklärte Zahl in einer richtigen Theorie vorkommt. Und wir haben halt über 50 davon. Ich denke also, man ist gut beraten, auch in der Teilchenphysik auf die Wissenschaftsgeschichte zu sehen. Nicht nur dieses retrospektive Narrativ als Erfolgsgeschichte nachzuerzählen, sondern auch Wissenschaftshistoriker zu hören, Gary Taubes mit dem Buch Noble Dreams, Peter Galison, How Experiments End, oder auch Andrew Pickering, der diese Dinge in der Teilchenphysik untersucht hat. Und es stellt sich heraus, dass auch dort immer Anomalien aufgetreten sind, Dinge, die man nicht verstanden hat, die man dann wieder durch neue Teilchen erklärt hat. Und gleichzeitig hat sich eine Symbiose ausgebildet mit den Theoretikern, die dann auch gerne ihre Kreisbahnen sozusagen verwirklicht sehen wollten. Ja, so ist dieses Modell entstanden. Es ist sehr, sehr kompliziert, aber das ist eigentlich noch nicht mal das schlimmste Problem. Das schlimmste Problem ist vielleicht, dass unverstandene Dinge aus dieser Zeit beiseite geschoben werden. Etwa die Frage der Selbstenergie des Elektrons. Wir wissen, dass die klassische Elektrodynamik in sich widersprüchlich ist. Sie würde eine unendliche Masse berechnen für das allereinfachste Teilchen im Universum. Man weiß auch, dass beschleunigte Ladungen, so wie das Elektron, Licht abstrahlen. Man weiß allerdings nicht, wie genau, das hängt mit dem Problem zusammen.
Es gibt also keine Formel in der Physik, die wirklich präzise vorhersagt, wie stark beschleunigte Ladungen Lichtteilchen produzieren. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich diese jüngste Entdeckung des Higgs-Bosons auch für ein Artefakt halte. Ein unverstandener Hintergrundeffekt, den man versucht hat, ja, wieder mit einem neuen Konzept zu verbinden. Das kann auf diese Weise nicht gut gehen. Man denkt hier, dass man die Physik zu gut versteht. Aber man muss auch mal sagen, was bedeutet es, wenn wir von Teilchenentdeckung sprechen? Wir entdecken nicht ein Teilchen, sondern wir entdecken identische Signale. 100 Milliardenfach stärker ist als das Higgs-Teilchen selbst, als das Higgs-Signal selbst, ist ein Signal, das man herausrechnet, als Hintergrund, das man glaubt, gut zu verstehen. Und das ist in dieser Größenordnung schwer glaubhaft, dass das gut funktioniert. Es gibt sehr viele ganz konkrete methodische Probleme, die man hier anführen könnte, dass die Teilchenphysik seit Jahrzehnten zu immer selteneren Ereignissen gegangen ist, dass sie immer mehr filtert, dass sie immer zu höheren Energien geht. All dies sind man Dinge, über die man sprechen müsste. Man müsste auch darüber sprechen, wie die Teilchenphysik mit ihren Daten umgeht. Wie transparent ist das eigentlich? Wie sehr erfüllt es noch die wissenschaftliche Forderung nach Falsifizierbarkeit, nach Reproduzierbarkeit? Wer kann das wirklich nachprüfen? Ich denke, es liegt ein großes Defizit vor, dass diese Daten nicht hinreichend öffentlich nachprüfbar sind. Man muss auch in der Geschichte zurückgehen und nachdenken, wie ist das entstanden, diese fast Gigantomanie von Teilchenbeschleunigern, die man immer größer, immer stärker macht, immer zu höheren Energien geht. Emilio Segrè, der Nobelpreisträger, der Entdecker des Antiprotons, hat schon vor 40 Jahren gesagt, die Beschleuniger werden immer größer, bekommen immer mehr Energien und was soll eigentlich dabei herauskommen noch? Ja. Und das war vor 40 Jahren. Man muss auch darüber nachdenken, ich glaube, man muss den Blick auf die Wissenschaftsgeschichte richten. Wie ist es entstanden? Welche Fragen liegen immer noch als unbeantwortete Fragen auf dem Tisch seit 1930? Paul Dirac, der Nobelpreisträger, hat sich über Jahrzehnte den Kopf zerbrochen. Warum ist das Proton 1836 mal so schwer wie das Elektron? Die heutige Teilchenphysik gibt uns zum Antwort, weil es 1836 mal so stark an das Higgs-Feld koppelt. Ist das eine Antwort? Paul Dirac hat damals zu neuen theoretischen Vorschlägen gesagt, berechnen Sie eine Zahl, kommen Sie wieder, wenn Sie die Zahl berechnet haben. Isaac Newton hat gesagt, Gott hat alles mit Maß, Zahl und Gewicht erschaffen. Die heutige Teilchenphysik sagt, tut uns leid, über das Gewicht können wir nichts aussagen, da können wir nichts berechnen. Ich denke, das ist eine Situation, über die man gründlich nachdenken muss. Und es liegt auch eine gewisse Chuzpe darin, wenn man jetzt Pressekonferenzen gibt und behauptet, im Jahr 2013 hätte man eine bahnbrechende Entdeckung gemacht. Denn diese Dinge, über die sich vor 80, vor 100 Jahren die Leute schon gewundert haben, die liegen immer noch unbeantwortet auf dem Tisch. Und ich denke, wir sind noch sehr, sehr weit davon entfernt, Teilchenphysik wirklich gut zu verstehen. Ich glaube, das muss man ehrlich zugeben. Danke sehr. Kommen Sie einfach mit. Machen wir gleich weiter. Herr Unziger, kommen Sie noch zu uns? Nochmal? Ja. Danke. Für Diskussion ist da noch genügend Zeit. Ich stelle jetzt einfach mal meine Sicht der modernen Physik daneben, also wirklich daneben. Und danach können wir dann wirklich diskutieren, auch gerne natürlich mit Ihnen zusammen und mit Ihren Fragen.
Ich werde zuerst kurz zu der Fragestellung beziehen, was sind die Bausteine dieser Welt? Und dann zu der Frage, was hält diese Welt im Innersten zusammen? Was sind die Kräfte? Das ist eine sinnvolle Aufteilung, wenn ich mir vorstelle, ich spiele lieber Gott. Wie will ich eine Welt erschaffen? Erstmal brauche ich die Bausteine für eine Welt und dann brauche ich sozusagen die Kräfte zwischen den Bausteinen, um den inneren Zusammenhalt zu gewährleisten. Die Bausteine hatte Ihnen Herr Unziger schon praktisch vollständig genannt in einer langen Serie. Das hat er mir glücklicherweise erspart. Was er leider nicht gesagt hat, ist, diese Bausteine lassen sich anordnen und sie werden angeordnet in einem wunderschönen, einfachen, minimalen und ästhetischen Schema. Einem Schema von 2 mal 2 mal 3 Bausteinen gleich 12 Bausteine. Das ist elegant und wirklich minimalistisch und es ist unendlich viel einfacher als Mendeleevs Periodensystem der Elemente. Es ist wirklich einfach und da hat die Physik viel mehr geleistet als die Chemie. Einfacher geht es praktisch nicht mehr. Dieses System der Bausteine hat auch etwas, was eine gute physikalische Theorie haben sollte. Es hat auch eine Vorhersagekraft. Die Quarks hat Herr Unziger genannt, auch das 4., 5. und 6. Das 4., 5. und 6. Quark wurden im Rahmen des Quarkmodells auf die eine oder andere Art und Weise vorhergesagt. Und für das 4. und 5. Quark gab es jeweils einen Nobelpreis. Das heißt, dieser Sektor der Bausteine ist wirklich eine riesige Erfolgsstory der Teilchenphysik, wenn man sich überlegt, wo wir herkommen. Und das beschreibt Herr Unziger zu Recht in seinen Büchern. Wir kommen natürlich in der Tat aus den 50er, 60er Jahren von über 1000 sogenannten Elementarteilchen. Aber das ist der Schnee von vor 50 Jahren. Es ist wirklich gelungen, diese über 1000 Elementarteilchen vom Rang eines Protons, eines Pions und so weiter zu reduzieren auf, wenn ich jetzt mal die nicht nuklear wechselwirkenden Teilchen wegnehme, auf 2 mal 3 Quarks. Einfacher geht es nicht mehr, einfacher hat offenbar der liebe Gott diese Welt nicht erschaffen. Und das müssen wir verdammt nochmal zur Kenntnis nehmen. Wenn es denn so ist, dann ist es so. Wir können dann gerne in der Diskussion noch auf die offenen Fragen eingehen. Ich mache das in jedem, auch hier an dieser Stelle in populären Vorträgen. Ich will das aber nicht jetzt machen, sonst wird das Statement ein bisschen zu lang. Denn auch dieses einfache Schema wirft sozusagen fast so viele Fragen auf, wie es beantwortet. Aber das machen wir dann mal lieber in der Diskussion, sonst wird es jetzt zu detailliert. Gehen wir jetzt mal über von den Bausteinen der Welt zu den Kräften. Alle Kräfte werden heutzutage beschrieben, auch im Rahmen einer sehr ästhetischen und am Ende auch sehr einfachen Theorie, im Rahmen von Eichtheorien. Das gilt für alle Kräfte heute. Wir denken, dass jegliche Kraft heute auf dem Eichprinzip beruht. Eins der Ihnen vielleicht bekanntesten, einfachsten Eichfelder ist das elektrische Potenzial. Das ist die Frage, warum kann so ein Vögelchen auf einer Hochspannungsleitung, warum tut sich das nichts zuleide? Na, weil ich sagen kann, 400.000 Volt da oben sind 0 Volt. Ich kann die elektrischen Potenziale immer umdefinieren, willkürlich. Das ist eine Freiheit, die aus was für Gründen auch immer in dieser Welt ist. Und aus dieser Unbestimmtheit, aus dieser Freiheit, kann ich positiven physikalischen Saft extrahieren. Ich kann nämlich, ich benutze jetzt mal das Fachwort, als Lorentz- oder Poincaré-Invarianz plus Eichfreiheit, die Gesamt aus dem Nichts, aus reiner Ästhetik und Mathematik, die gesamte Elektrodynamik generieren. Das ist ein atemberaubender Vorgang. Und aus diesen Prinzipien der Eichtheorien wurde dann in einer sehr langwierigen Prozedur von den beginnenden 50er Jahren und enden vielleicht in den 70er, 80er Jahren, wurde insbesondere die sehr erfolgreiche vereinigte elektroschwache Theorie geschaffen. Das ist das erste Beispiel für die mögliche Vereinigung aller Naturkräfte. Und zwar für den Traum aller Naturforschung, dass am Anfang der Schöpfung nur ein Kraftprinzip steht. Und da sind wir wesentlich weitergekommen. Und auch dieses sogenannte elektroschwache Standardmodell aller Kräfte, ich spreche jetzt nicht über die starke Kraft, die passt in dieselben Eichtheorien hinein, hat etwas gehabt, was sich für eine gute Theorie gehört. Sie hat Vorhersagen gemacht. Das ist wichtig. Auch im Sinne der berühmten Popperschen Verifizierbarkeit und Falsifizierbarkeit von Theorien. Sie hat vorhergesagt die neutralen Ströme, die am CERN in der Gargamel-Blasenkammer entdeckt wurden. Sie hat vorhergesagt, und das war wirklich ein Paukenschlag, die Existenz von ganz neuen Teilchen, der B- und Z-Bosonen. Herr Unziger hat sie erwähnt. 1983 am CERN übrigens am Injektor des jetzigen LHC entdeckt. Und das ist einer der seltenen Fälle, wo es stehenden Fußes den nächsten Nobelpreis gab. Daran können Sie auch messen, wie wichtig diese Entdeckung war. 1984 gab es für,
für Simon van der Meer, den Beschleuniger-Experten, und Carlo Rubbia vom CERN den Nobelpreis für die WMZ-Bosonen. Das sind nämlich die superschweren Brüder des Photons, des Lichtquants. Eine bahnbrechende Entdeckung. Und im Rahmen derselben Eichtheorie, der elektroschwachen Theorie, die seit diesem Moment im Wesentlichen unverändert geblieben ist, in dieser Theorie fehlte der Schlussstein. Ein einziges Objekt, ein Prinzip, das in den Berechnungen seit Jahrzehnten präsent ist, ohne dieses Objekt würde keine Messung der Teilchenphysik auch nur halbwegs stimmen, nämlich dieses berüchtigte Higgs-Teilchen. Eine gute Frage wäre, was wäre passiert, wenn wir das nicht als Teilchen entdeckt hätten? Es war eine sichere Wette, in dieser Theorie musste es ein Prinzip geben, das die Reaktionswahrscheinlichkeiten berechenbar macht und insbesondere unter 100% hält. Also logische Widersprüche verhindert. Und wir haben in der Tat am CERN dieses Higgs-Teilchen inzwischen entdeckt. Die Signifikanz ist so groß, dass wir inzwischen wirklich von einer Entdeckung sprechen können. Über das Higgs können wir vielleicht separat diskutieren. Ich will mich jetzt nicht zu sehr darauf einlassen. Diese Entwicklung der elektroschwachen Theorien war eine jahrzehntelange, durchaus facettenreiche Prozedur. Da mussten viele Bausteine zusammengetragen werden und die war experimentell und theoretisch von irgendetwas zwischen 5 und 12 Nobelpreisen begleitet. Etwa ab 1973 war diese Theorie komplett und dann setzte etwas ein, was in der Tat heute diskussionswürdig ist und was Herr Unziger doch nicht ganz zu Unrecht kritisiert. Von diesem Moment ab haben sich die Theoretiker neuen Dingen gewidmet. Und ich zähle jetzt einige auf. Ein Punkt ist, der in den beiden Büchern von Herrn Unziger gar keine so große Rolle spielt. Das ist nämlich der Traum von einer Urkraft. Die großvereinigten Theorien. Die sind 1973 entwickelt worden. Dann schloss ich an, und jetzt mache ich einfach eine ganz schnelle Abfolge, Supersymmetrie, die dann über Supergravitation zu Superstrings geführt hat, bis in die 80er Jahre. Eine Begleiterscheinung von Superstrings sind Extradimensionen, also die Frage, ob unsere Welt wirklich nur dreidimensional ist. Und in der Tat ruhen seit den 70er, 80er Jahren all diese großen Theorienpakete, diese prominenten Theorien, und stauen sich an. Und dafür verwende ich gerne den Begriff Theorienstau. Ja, in der Tat, die Bemerkung akzeptiere ich. Wir haben einen in der Wissenschaftsgeschichte, in der Menschheitsgeschichte einmaligen Theorienstau, über den können wir dann gerne noch diskutieren. Der hat aber sehr praktische Gründe, nämlich die großen Maschinen, die Herr Unziger auch angesprochen hat. Ja, vielleicht soweit dazu. Dieser Theorienstau ist unter anderem verursacht durch die langen Fristen für die Finanzierung, für die Planung, den Test und den Bau dieser großen Maschinen. Das sind Zyklen von 25 Jahren mindestens, aber das ist nichts Neues. Die Pharmaindustrie entwickelt heute auch kein Medikament unter 10 Jahren Entwicklungszeit und Milliardenkosten. Das geht eben nicht mehr wie zu Zeiten von Paul Ehrlich und dem Syphilis-Medikament hier Salvarsan oder so, der ein bisschen rumprobiert hat und da war's. Das geht eben nicht mehr. Das Genomprojekt, das Fusionsprojekt ITER, was inzwischen zum Schrecken der Europäischen Kommission bei 15 Milliarden Euro ist und seit 70 Jahren träumen wir von der Kernfusion. Aber das ist nicht die Dusseligkeit der beteiligten Forscher. In der Kernspaltung haben alle Beteiligten ja mit Atombomben und Kernreaktoren bewiesen, dass es konnten. Das sind ja dieselben Leute zum Teil gewesen. In der Kernfusion ist die Sache ein bisschen zäher. GPS-System Galileo, das sind alles Milliardenprojekte, die Jahrzehnte dauern. Too bad. Das ist in der Tat ärgerlich. Der Ausweg ist, ich kann nur jedem sagen, machen Sie mit, entwickeln Sie bessere Beschleuniger. Und wir machen das, auch bei uns in Zeuthen. Plasmabeschleunigung. Vielleicht sind die 100-mal kleiner und billiger. Und das wäre für die Medizin wunderbar. In meiner Heimatstadt Dresden werden inzwischen nuklearmedizinische Professuren geschaffen, die schon darauf hoffen, dass wir kleine Taschenbeschleuniger haben, hier so ganz kleine Dinger, um die hohen Energien zu erreichen. Wunderbar. Aber da muss man dran arbeiten. Wir tun's. Wir können dann gerne in der Diskussion noch auf die Kriterien der Falsifizierbarkeit eingehen. Vielleicht lasse ich das wirklich für die Diskussion übrig und stoppe tatsächlich nach diesen kurzen Statements über den Gang der Dinge in der Teilchenphysik in den letzten 50 Jahren. Was ich glaube, um zusammenzufassen, wir haben ein sehr schönes, sehr einfaches Modell, 2 mal 2 mal 3 Teilchen,
Eichtheorien, die alle Chancen auf eine große Vereinheitlichung haben, denn die groß vereinheitlichten Theorien sind Eichtheorien genau desselben Typs. Ja, und in der Tat hat natürlich diese Theorie lose Enden. Das ist völlig normal. Über die können wir auch gerne diskutieren, aber das ist der Zustand jeder Wissenschaft. Wenn ich was erreicht habe, sehe ich auch sofort natürlich die neuen Grenzen. Ich gehe jetzt mal bewusst nicht schon auf einige Thesen von Herrn Unziger ein. Ich denke, das lassen wir für die Diskussion. Das macht es viel lebendiger, als wenn ich jetzt hier weiter monologisiere. Schönen Dank. Ja, dann zunächst erstmal herzlichen Dank für die Eingangsstatements, die die Positionen doch sehr klar gesagt haben. Wir können natürlich an dem Abend heute nicht zwei Bücher von Herrn Unziger und 70 oder noch mehr Jahre Hochenergiephysik in ihrer gesamten Dynamik wirklich durchdeklinieren, aber sagen wir mal, die wesentlichen Argumente wollen wir doch austauschen. Und deswegen vielleicht an Sie erstmal, Herr Unziger, die Frage, hat Sie das überzeugt, was der Herr Naumann eben gesagt hat? Denn es ist ja dann doch ein bisschen 15 Nobelpreisträger, wenn man es hochrechnet, 5 in knapp, eine Erfolgsgeschichte, in die auch eine Menge Geld geht und an der Generationen von Forschern sich entwickeln und profilieren konnten. Hat Sie das überzeugt? Ja, ich versuche mal die Argumente ein bisschen von hinten aufzurollen. Natürlich haben wir tolle Anwendungen von der Physik heute in der Medizin oder wo auch immer. Aber darum geht es ja trotzdem heute nicht. Wir wollen wissen, was sind die fundamentalen Bausteine der Natur, wie sieht die fundamentale Physik aus und sind wir da auf dem richtigen Weg mit diesem Standardmodell. Und das hat übrigens nicht immer sehr lange gedauert beim GPS. Das GPS zu bauen hat vielleicht sehr lange gedauert, weil Sie darin eine technische Leistung sehen. Aber Einsteins Relativitätstheorie, für die man das GPS auch benutzt, um diese Flugbahnen zu korrigieren, die hat keineswegs so lange gedauert. Also, kurz und gut, man muss fragen, sind wir noch auf dem richtigen Weg? Meinetwegen können wir auch gerne nicht ausführlich über das Higgs-Teilchen diskutieren, ob das jetzt ein Higgs ist oder das Higgs oder ein Standardmodell Higgs oder ein Nicht-Standardmodell Higgs. Das erzählt der Herr Heuer manchmal. Müssen wir nicht ausführlich machen, ich finde es ein bisschen amüsant dann. Wissen wir selber noch nicht. Das ist genau das LHC-Programm der nächsten Jahre. Wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn die ganze Geschichte nicht Eierpopeia mit im Rahmen des Standardmodells ausginge. In supersymmetrischen Theorien werden ja zusätzliche Higgs-Teilchen vorausgesagt. Also wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn wir da mehr sehen würden. Im Moment sieht es seit kurzem so aus, als sei es wirklich das todlangweilige Standardmodell Higgs. Trotzdem sollte man das nicht unterschätzen. Ich meine, man hat 50 Jahre danach gesucht. Das ist eine zweischneidige Sache. Das geht uns selber so. Einerseits ist es ein Triumph, andererseits sind viele oder manche von uns traurig, dass das nicht aufregender ist, weil das in gewisser Hinsicht das Higgs ist, das seit 50 Jahren Bestandteil des Standardmodells ist. Also das ist so eine... Aber vielleicht warum wir nicht auf dem richtigen Weg sind. Denn Herr Naumann hat ja im Grunde gesagt, einfacher geht es nicht. Mhm. Schöne Systematisierung und die bestätigt nur auch noch das große Gerät. Ja. Was ist jetzt falsch an diesem Weg? Also das ist, glaube ich, noch nicht so ganz klar geworden. Das, was Herr Naumann gesagt hat, das ist jetzt nicht das Problem, dass es vielleicht das Standardmodell Higgs ist. Das Problem ist, dass diese Entdeckungen einfach überhaupt nicht mehr sauber definiert sind. Also es hieß jetzt, es ist ein Higgs, nicht das Standardmodell Higgs. Aber was bedeutet das? Sie sprachen von einem Triumph für das Standardmodell, aber das Nicht-Standardmodell Higgs ist trotzdem ein Triumph für das Standardmodell oder ein Triumph für ein Nicht-Standard-Standardmodell oder was auch immer. Die Wahrheit ist doch, dass es keine genuinen Vorhersagen mehr gibt. Ja? Es gibt, und erst recht nicht, ich glaube, diese Theorien wollen Sie gar nicht zu sehr verteidigen, diese supersymmetrischen Theorien oder Stringtheorien, was auch immer.
das ist auch keine echte Wissenschaft mehr, weil sie eben keine Vorhersagen macht. Ich glaube, da wollen Sie jetzt gar nicht in eine zu starke Diskussion eintreten. Da könnte man allenfalls noch fragen, warum geht der Chef des CERN ja heuer zu einer String-Konferenz, obwohl er eigentlich sagen müsste, von dem, was ihr rechnet, können wir nichts messen, auf Wiedersehen. Warum geht er da hin und hält Vorträge? Das ist ein bisschen, wenn man ehrlich wäre, müsste man sagen, das hat nichts mit uns zu tun. Aber warum denke ich, dass das Standardmodell, das Sie jetzt benannt haben mit bestimmten Ereignissen, mit bestimmten Erfolgen, warum denke ich, dass man da genauer hinsehen muss? Die Neutralströme wurden vorhergesagt, sagten Sie, und entdeckt. Lesen Sie mal das Buch von Peter Galison, How Experiments End, wie sehr das hin und her ging, diese Diskussion. Sind sie jetzt entdeckt, sind sie nicht entdeckt, wie sich die ganze Gemeinschaft vollkommen unsicher war. Wie es darum ging, einfach Experimente zu interpretieren. Es ist ein Missverständnis zu glauben, dass ein Experiment immer ein eindeutiges Ergebnis liefert. Die wissenschaftliche Gemeinschaft einigt sich irgendwann auf eine Interpretation und die wird dann übernommen. Aber die kann ebenso gut auch in die Irre führen. Und Sie bezogen die Neutralströme über ein Problem. Sie haben den Nobelpreis für die W- und Z-Bosonen für Carlo Rubbia genannt. Da muss ich noch ein Thema anschneiden. Aus dem Buch Noble Dreams von Gary Taubes. Also wie es dazu ging, Rubbia war jemand, der einfach unbedingt mit dem Gewalt den Nobelpreis holen wollte. Jemand, der extrem ehrgeizig war. Ja. Jemand, der behauptet wird, er habe in Seminaren mit falschen Daten früher in den 60er Jahren gearbeitet. Jemand, der den Nobelpreis deswegen gewonnen hat, weil er die Konkurrenz, die eigentlich bessere Daten hat, ausgetrickst hat. Er gesagt, wir haben das Paper noch nicht weggeschickt. Das sind Dinge, die müsste man auch mal untersuchen. Ja, gut, dann tun wir das doch. Jetzt würde ich gerne mal. Jetzt würde ich gerne mal. Gleich. Aber also die Frage war immer noch, warum sind wir auf dem falschen Weg? Also ich meine, die ganzen Menschlichkeiten in der Wissenschaftsentwicklung, das ist natürlich nochmal ein ganz anderes weites Feld. Deswegen habe ich ja auch Herrn Freundlich, Erwin, mit seinem Einstein-Turm erwähnt, war genau der Weg. Der hat behauptet, er kann Sachen messen, das ging gar nicht. Und die Astronomen haben aufgeschrien, trotzdem hat es den Einstein-Turm gegeben und wir freuen uns heute an ihm. Aber der Punkt ist jetzt, ist eigentlich so ein Ergebnis jetzt nun tatsächlich jetzt eine Entdeckung und interpretieren wir die richtig? Denn schon Einstein hat ja gesagt, die Theorie sagt, was wir messen, und wenn wir dann mit den Theorien nicht zufrieden sind, ist das natürlich dann mit den Messergebnissen auch ein großes Problem. Kann ich es vielleicht so zusammenfassen? Dann könnten wir nämlich mal die Antwort dazu versuchen. Das Grundproblem, vielleicht, wenn ich das noch kurz sagen darf. Ich meine, Herr Naumann findet dieses Modell mit den vielen, vielen Teilchen, er findet das minimalistisch. Ist da zweimal, will ich nichts mehr dazu sagen. Ist okay, zweimal ist, zweimal drei viel? Ist, also, wollen Sie einmal einmal eins? Richard Feynman hat zu diesem Modell SU1 und SU2 und SU3 gesagt, diese angeblich vereinheitliche Theorie, was passt hier zusammen? Das sind Dinge, die man aneinander klebt, aber es hat nichts gemeinsam. In Wirklichkeit, wenn man nicht Dinge dazu erfindet, die nicht da sind. Das ist ein Zitat von Richard Feynman. Also in der SU5 fallen die automatisch aus. Ob Sie das einfach finden, das ist okay. Das ist Ihr gutes Recht. Es darf sich auch jeder seine wissenschaftsphilosophische Meinung bilden, was einfach ist und welchen Stellenwert er dem beimisst. Sie haben noch vorhin stärker auch den theoretischen Aspekt betont. Was ist denn nun, abgesehen von diesen Messwerten, Sie sagten, diese schönen Eichtheorien, diese ästhetischen Eichtheorien, Sie haben es genannt. Können wir es vielleicht ein bisschen stückeln, weil wir kommen jetzt wieder sozusagen... Der Gegenstand reißt mich dahin. Nein, vielleicht könnten wir, weil wir jetzt natürlich, wenn wir sozusagen das gesamte Statement jetzt, vielleicht können wir es mal in einzelne Probleme aufteilen. Ja. Also das erste war tatsächlich eigentlich der Wert eines solchen Experiments heute? Die Frage der Theorie, da kommen wir dann gleich als nächste Frage. Vielleicht können Sie
dazu direkt ja. mal noch was sagen. Also zu der Frage der Unsicherheit in der Forschung in der Tat, neutrale Ströme, die W- und Z-Bosonen, das gilt aber auch für andere Dinge. Martin Perls Entdeckung der dritten Familie des Tau-Leptons, sie hat also zwei, drei Jahre sich nicht wirklich getraut, diese etwas merkwürdigen Beobachtungen zu veröffentlichen, für die er dann Nobelpreis gekommen hat, und heute produzieren wir Millionen Tau-Leptonen. Herr Unziger, so funktioniert Forschung. Das ist völlig normal. Als Kolumbus seine berühmte Reise gemacht hat, ja, der hat nicht mal Amerika entdeckt, der ist auf den Westindies gelandet. Das war natürlich eine große Unsicherheit. Kein Mensch konnte das interpretieren. Was versperrt da den Seeweg nach Indien? Er hat ja nicht mal Amerika entdeckt, sondern bloß sozusagen die ersten Vorposten. So funktioniert Forschung. Das ist das Leben. Und Sie äußern sich so ein bisschen abschätzig über diese W- und Z-Entdeckung. Wir haben am LHC im vergangenen Jahr 100 Millionen Z-Bosonen produziert und wir benutzen sie für die ganz gewöhnliche Kalibrierung unserer Kristalle. Die sind real da, so wie das Lichtquant. Dass das im Moment der Entdeckung wackelige Geschichten waren, ist völlig normal, sonst wäre es ja nicht so schwer gewesen. Sonst vergibt ja nicht einen Nobelpreis für einen Selbstläufer. Also das ist einfach der normale Ablauf der Forschung. Man kann gewisse Dinge persönlich kritisieren. Nicht jeder liebt Herrn Ting und Herrn Rubia, das ist eine andere Geschichte. Aber die Sachen sind dann am Ende felsenfest and yesterday's Nobel Prize is today's background. Also und das ist inzwischen so. Die Z-Bosonen dienen uns zur ganz normalen Kalibrierung unserer Detektoren. Sie haben in Ihrem Eingangsstatement das Higgs so ein bisschen als Artefakt bezeichnet, wegen des riesigen Backgrounds. In der Tat, wir müssen das Higgs, Klammer auf, leider Klammer zu, in diesem riesigen Proton-Proton, in diesem sogenannten hadronischen Background suchen, aber wir machen ganz detaillierte Cross-Checks. Zum Beispiel gibt es die klassische Reaktionswahrscheinlichkeit Proton-Proton in 2Z-Bosonen, die ist exakt berechenbar. Und das ist genau der Kanal, in dem das Higgs erzeugt wird. Und dort überprüfen wir sehr wohl, ob wir diese winzige Reaktionswahrscheinlichkeit auch exakt so wiedersehen. Wir kalibrieren unser Experiment erbarmungslos. Und von der Sorte haben wir wirkliche wissenschaftliche Cross-Checks, ob wir uns dort keine Artefakte einhandeln. Ich könnte Ihnen andere Beispiele nennen, aber lesen Sie die Publikation, das ist alles publiziert. Ich gebe zu, ich habe in dem Moment am 4. Juli vergangenen Jahres gehörte ich anders als mein lieber Kollege und Freund Rolf Heuer auch eher zu den Skeptikern, weil das Signal war wirklich schwach damals. Aber so ist die Forschung und jetzt ist es signifikant. Nebenbei gesagt, das ist ein reines Apparateproblem. Wir werden in der nächsten Woche auch bei der Europäischen Kommission in Brüssel und dann später auch über Japan um einen nächsten Beschleuniger bitten. Sobald wir eine E-Plus in der Elektron-Positron-Maschine haben, können wir das Higgs-Boson untergrundfrei in Reinkultur produzieren. Wir müssen bloß den Beschleuniger genehmigt kriegen und bauen. Das ist alles Menschenwerk. Ja, ich wollte darauf noch ein bisschen eingehen, auf den theoretischen Hintergrund. Sie hatten vorher die Eichtheorien genannt. Die Eichtheorien, die so schön seien und die bilden genau dieses theoretische Gegenpart dieser Experimente. Der Teil, von dem dann Andrew Pickering gesprochen hat, das ist die Symbiose. Aber diese Eichtheorien, die entsprechen genau den wunderschönen, gottgegebenen Kreisen in der mittelalterlichen Astronomie. Die waren richtig, weil sie schön war, und so glaubt man heute auf die Eichtheorien. Und weil man damals der Schönheit gefolgt ist und heute dieser, deswegen rächt sich die Natur mit immer neuen, unerklärten Zahlen. Herr Unziger, wir glauben nicht, wir messen mit 10 hoch minus 5 Genauigkeit. Ja. Messen wir genau das, was diese Eichtheorien vorhersagen. Sie haben auch angesprochen, also diese Vorhersagen, diese Tests, dass etwas vorhergesagt wurde. Gute Wissenschaft ist quantitativ. Einsteins allgemeine Relativitätstheorie sagt für das Merkur-Perihel eine Verschiebung von 43,03 Bogensekunden vorher und der Messwert ist 42,98. Diese Dinge stimmen überein. Aber nennen Sie mir eine vergleichbare Zahl. Kommen Sie mit einer Zahl heraus, die das Standardmodell mit einer vernünftigen Genauigkeit vorhersagt, mit Prozentangabe. Das möchte ich gerne auch noch mal wissen. Die Topmasse, also die Topmasse mit 2% Genauigkeit zum Beispiel. Vielleicht kommen wir nochmal, also Herr Unziger hat ja in seiner Einführung dieses schöne Beispiel geozentrisches Weltbild genannt.
was sehr kompliziert war und immer wieder verfeinert wurde. Man muss natürlich auch zur Ehre dieses Systems mal sagen, es hat die genauesten Seefahrkarten hervorgebracht, die man sich denken konnte. Mhm. Und die kopernikanische Lehre hatte es schwer, sich gegen diese Anwendungen durchzusetzen, weil sie nämlich nicht so genau waren, die Karten. Wir wissen ja selbst, dass zunächst von Kreisbahnen der Planeten ausgegangen wurde und erst als dann Kepler das mit Ellipsen machte, wurden die so genau, wie das geozentrische Weltbild schon war. Also insofern kennen wir diese Verschlingungen der Wege der Wissenschaft. Aber vielleicht können Sie da ganz konkret auf diese Frage antworten. Messen ist das eine, wie gesagt, interpretieren ist das andere. Das ist, sehe ich jetzt sozusagen schon ein bisschen als Problem an. Die große Maschine leistet viel. Aber was kann sie tatsächlich zur Erkenntnis beitragen? Das ist ja die Frage, die Herr Unsinger immer wieder stellt. Wie mit großen Maschinen meinten Sie jetzt den theoretischen Apparat oder den Beschleuniger? Also meine ich jetzt schon den Beschleuniger. Ja. Der theoretische Apparat ist ja gerade der Punkt, über den wir jetzt vielleicht noch ein bisschen diskutieren sollten. Können Sie das nochmal genau einfach das, was Sie jetzt eben sagen wollten. Ja. Sie messen doch an dem Gerät, ganz konkret. Das heißt also, die Vorhersagen der Theorie werden bestätigt oder nicht. Das war die Frage von Herrn Unsinger. Ja, können Beispiel, Sie irgendwas vorher berechnen, was Sie dann auch in Ihrer Maschine bestätigen können? Ein Beispiel war das Higgs-Teilchen, was im Geiste, in dem mathematischen Apparat seit Jahrzehnten präsent ist. Mhm. Wenn ich das rausziehe, kollabieren mir sozusagen praktisch alle Vorhersagen und nur mit dem Higgs-Teilchen oder einem äquivalenten Prinzip, wenn wir das Higgs nicht entdeckt hätten, was ja nicht ausgeschlossen war, hätte irgendein anderes Prinzip dafür stehen müssen, funktionieren sehr exakte Messungen, die schon an dem Vorgängerbeschleuniger Lab zum Beispiel in E+E- Kollisionen gemacht wurden. Also Beispiel E+E- in B+W- gibt es wunderbare Wirkungsquerschnittsmessungen, die also zum Beispiel unbedingt das Higgs-Teilchen benötigen. Auch die Topmasse war vorhergesagt, die W- und Z-Massen waren vorhergesagt aus anderen Messungen. Das Einzige ist, dass historisch damals der Gesamtapparat der anderen Messungen noch nicht so genau war, dass die Vorhersagen so genau sind, wie sie jetzt zum Teil sind, also 10 hoch minus 5. Das waren damals eben Vorhersagen mit 10% Genauigkeit. Aber vor der Entdeckung der W- und Z-Bosonen wusste man zum Glück sehr genau, wo man suchen musste. Und siehe da, man hat sie gefunden. Das Higgs-Teilchen enthält noch ein oder zwei andere freie Parameter, deshalb konnte man dort keine Massenvorhersage machen. Umgekehrt kann man aus der nun bekannten Masse diesen Parameter festnageln. Also da sehe ich eigentlich kein Problem. Vielleicht könnten Sie uns ja nochmal sagen, was Ihnen an diesem Eichprinzip nicht gefällt. Sie selber haben ja vereinheitlichte Theorie à la Einstein gemacht. Das ist ja genau diese Kaluza-Klein mit fünfter Dimension, ähnliche Sachen. Das ist ja genau dieses. Also Elektrodynamik ist ja das einfachste Eichfeld überhaupt. Was ist daran auszusetzen? Das ist eigentlich eine sehr praktische Methode, unterschiedliche Felder sozusagen in einem am Stück zu bearbeiten. Was ist dagegen auszusetzen? Es ist das derzeit vorherrschende Paradigma, dass alle Naturgesetze nach diesen Eichtheorien sich zu richten hätten. Aber das kann ebenso gut eine Mode sein. Anthony Leggett, auch ein Nobelpreisträger, sagt, man muss sich wundern, wie es der Quantenfeldtheorie gelungen ist, über 60 Jahre hinweg die Physik in diesem Zaun, in diesem Denken gefangen zu halten. Aber ich habe noch eine technische Bemerkung vorher zu dem Topquark und auch eine allgemeinere wichtige Bemerkung. Sie sprechen von der Topquark-Entdeckung, das ist auch eine der Entdeckungen, die nach langer, langer Zeit, nachdem man lange nichts gefunden hat, schließlich sich geeinigt hat, ein Signal so zu interpretieren. Das Topquark, wenn man das mal sagen darf, das hat eine Lebensdauer von etwa ein paar 10 hoch minus 25 Sekunden. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass dieses Teilchen in seinem ganzen Leben nur einen Radius von einem Proton weit fliegen kann. Und dann ist es wieder zerfallen. Jetzt prallen bei diesen Collidern hunderte von Millionen von Protonen aufeinander pro Sekunde.
Aber die Teilchenphysik, das Modell gibt vor, das alles genau zu verstehen. Dieses Teilchen, das da zerfallen ist, wird postuliert, obwohl man zum Beispiel noch nicht mal genau weiß, was der Protonradius ist. Darüber gibt es gerade eine Kontroverse. Also eine höchst indirekte Aufeinanderschachtelung von Annahmen, die natürlich dann passt irgendwie, wenn man sehr viele Teilchen zur Verfügung hat mit sehr vielen Schrauben, die man drehen kann, dann passt das schon zusammen. Es geht ja auch gar nicht darum, sie zu diskreditieren, so funktioniert Wissenschaft tatsächlich. Und es ist sogar dieses mittelalterliche Weltbild, was vielleicht mancher verlacht, das war ja auch Wissenschaft, das war gar nicht mal so schlechte Wissenschaft, weil sie hat ja die Dinge beschrieben. Aber ich glaube, sie übersehen die historische Dimension, wie sich Wissen entwickelt. Die Wissenschaft, und das ist eben ein Faktum, die kann sich über lange Zeit oder über kurze Zeit auch mal sehr verlaufen. Ein ganz winziges Beispiel, weil wir über Kernspaltung gesprochen haben. Otto Hahn hat, Fermi hat schon Kerne gespalten, Otto Hahn dachte dauernd, dass er mit diesen Neutronen, dass er schwerere Elemente produziert. Ja, er hat die Spitzenforschung damals gemacht hier in Berlin. Er hat neue Teilchen erzeugt dadurch. Er hat gesagt, das sind Transurane, das sind schwerere Elemente. Dann erschien eine wahnsinnige, komplizierte Landschaft von neuen Teilchen, hat er gesagt, das sind die Elemente 93, 94, 95, immer schwerer, hat dieses System von Transuranen aufgebaut. Alle haben daran geglaubt, 5 Jahre lang, bis ich herausgestellt habe, das war alles falsch, es war komplett falsch. Er hatte inzwischen längst Kerne gespalten und die Sachen, von denen er glaubte, es seien schwerere Kerne, das waren in Wirklichkeit Bruchstücke des Kernes. Und für die Theorie der Transurane, Herr Naumann, hat Enrico Fermi 1938 den Nobelpreis bekommen. Mhm. Also yesterday's Nobelpreis ist nicht immer today's background, sondern es ist manchmal einfach auch ein großer Irrweg, der sich früher oder später herausstellt. Das ist natürlich ein wichtiger Hinweis. Also es entwickeln sich solche Dinge, gerade wenn das so große Theoriengebäude, so große experimentelle Anlagen sind. Natürlich versucht man, eine solche Geschichte zu entwickeln. Sie können ja noch mal kurz darauf eingehen, inwieweit tatsächlich man da sozusagen immer wieder in die Zutatenkiste greift, um das Modell zu retten, oder ob das im Moment jetzt nicht so ist. Andererseits ist natürlich auch die Frage, ist das jetzt so ein großer Jammer, wenn wir ein bisschen im großen dunklen Wald des Wissens suchen? Kommen wir da wirklich dümmer raus, auch wenn wir mal auf dem falschen Weg waren? Es wird schon sich der Richtige erschließen. Also das Problem ist ja, sich also den richtigen Weg nicht zu verschließen. Also ich meine, man darf einfach Alternativen nicht ausschließen. Und aber wenn keiner den richtigen Weg weiß, dann ist es ja nun zunächst mal nicht unbedingt ehrenrührig, einen, der gangbar erscheint, auch zu gehen, selbst mit großem Aufwand. Oder wie sehen Sie das? Also das Standardmodell funktioniert verdammt gut und es gibt durchaus Stimmen, das kann man schon so sehen, dass das sozusagen das ist zu gut funktioniert und uns nicht sozusagen interne, sagen wir mal, berstende Widersprüche präsentiert, an denen man Hebel ansetzen kann. Das hat sozusagen in sich was durchaus allglattes, aber wie ich vorhin sagte, seit 1973 haben wir ja eine Riesenmenge an erweiternden Theorien zur Verfügung. Und jetzt möchte ich vielleicht mal ein anderes Statement machen, damit ich jetzt hier nicht den Eindruck erwecke, ich würde hier nur das Eierpopeia meines Gebiets predigen. An der Stelle habe ich vor einem halben oder vor einem Jahr bei einem populären Vortrag über LHC natürlich sehr wohl bei diesem sehr schönen Schema 2x2x3, ich habe damals sehr wohl gesagt, das ist die gute Nachricht, das ist sozusagen das Evangelium, die gute Nachricht. Aber, und das wissen wir sehr wohl, da sind wir sehr wohl kritikfähig, keine dieser drei wunderschönen Symmetrien verstehen wir auch nur im Geringsten. Wir wissen nicht, warum sich die sogenannten Lepton und die Quarks, die stark und die nicht stark wechselwirkenden Teilchen, so gleich verhalten und in einem gleichen Schema stecken. Wir wissen nicht, warum beide Schemata, jetzt erkläre ich die anderen zwei, immer so ein Up-Down, eine obere und untere Zeile haben. Oder sagen wir, wir können das schematisieren, aber den tieferen Grund kennen wir nicht so gut, sagen wir mal. Und was am rätselhaftesten ist, warum der liebe Gott nicht zufrieden war mit der ersten Spalte dieses Schemas, nämlich mit den leichtesten Teilchen, die Neutronen, Protonen und Elektronen, die sozusagen die stabile Welt generieren.
sondern warum es zu all diesen Teilchen noch eine schwere und superschwere Familie gibt. Das ist nämlich eine Spektroskopie. Und wir stehen fassungslos vor dieser wunderschönen Spektroskopie, wie Bunsen und Fraunhofer vor den Absorptions- und Emissionslinien von Natrium am Bunsenbrenner. Und es hat von Fraunhofer und Bunsen bis zur wirklichen Klärung der ganzen Quantenchemie 3 Menschengenerationen gebraucht. Das heißt, ich bin überhaupt kein Mensch, der jetzt hier nur die Erfolge und die Nobelpreise verkündet, sondern es gibt sozusagen zu dem Evangelium immer gleich die Katastrophenmeldung. Keine dieser 3 wunderschönen Symmetrien verstehen wir wirklich. Aber, wie ich vorhin sagte, seit ungefähr 1973, zum Beispiel die Kollegen Patti und Salam, gibt es Ansätze, das zu klären. Zum Beispiel diese Symmetrie zwischen Lepton und Quarks im Rahmen einer großvereinheitlichten Theorie unterzubringen, die eine wunderschöne Verallgemeinerung der existierenden Eichtheorien sind. Ich werfe das nur mal in den Raum, vielleicht. Das eine ist eine sogenannte SU2, die ist für die schwache Wechselwirkung zuständig, für die starke haben wir eine SU3 und jetzt muss man nur eine SU5 nehmen und schwupp passt das alles in einen Topf. Das ist etwas, das verstehen meine Studenten sozusagen schon im 3. Studienjahr, das geht sozusagen automatisch. Das spuckt mir eine schlichte logische Verallgemeinerung aus. Und im Rahmen dieses Wegs zur Urkraft kann ich dieses Gleichverhalten von starken und nicht stark wechselwirkenden Teilchen verstehen oder zumindest erstmal schematisieren. Und diese Theorie sagt auch Sachen voraus, zum Beispiel den Zerfall, die radioaktive Instabilität unseres guten alten Protons, sprich unserer Welt. Und in Japan ist das Kamiokande-Experiment in den 90er Jahren durchgeführt worden und die haben geguckt, sind Protonen stabil, ist unsere Welt stabil, was haben sie rausgekriegt? Die Lebensdauer von Protonen ist mindestens einige 10 hoch 33 Jahre. Ein unerhörter experimenteller Triumph, das ist nämlich praktisch unendlich älter als das Alter des Universums. Das haben Menschen inzwischen gemessen. Aber das Proton zerfällt nur nicht so schnell, also ist das mit diesen großvereinigten Theorien nicht so einfach. Also die losen Enden sehen wir sehr wohl. Und Herr Unziger, wir sehen auch sehr wohl natürlich die inhärenten Probleme in der Quantenelektrodynamik. Das ist zwar nicht eigentliche Teilchenphysik, das sind sozusagen die Grundlagen der Physik, also selbst Energie des Elektrons. Technisch bewältigen wir das seit Feynmans Zeiten sehr wohl, aber schon Feynman und Landau, die großen Geister, haben das natürlich als unbefriedigend betrachtet. Richtig, aber wir haben inzwischen auch modernere Methoden, die auch auf Feynman zurückgehen, sogenannte Gittermethoden. Und Sie haben vorhin in Ihrem Eingangsstatement Dirac zitiert, man möge doch bitte das Verhältnis von Proton zur Elektronenmasse, also solche Naturkonstanten berechnen. Das tun wir, auch in Zeuthen. Wir machen ab Initio Berechnungen der Protonmasse aus dem Nichts. Natürlich. Lesen Sie doch die Literatur. Gut. Na, die richtige Protonmasse und die aller Elementarteilchen. Das kriegt man inzwischen aus Gitterberechnungen raus. Ich muss da konkret einhaken bei dem Beispiel. Ich kenne die Veröffentlichung, die ist in Science 2008 erschienen. Ich habe geschrieben, Sie können das nicht berechnen. Sie haben vielleicht eine Genauigkeit von 4%. Allein um Proton und Neutron überhaupt vernünftig zu unterscheiden, bräuchte man 0,2%. Sie sind meilenweit davon entfernt. Ja. Es wurde hier wieder, ich habe damals im Buch geschrieben, Wind gemacht mit einem Ergebnis, das keins war. Man kann diese Dinge nicht berechnen. Und ein Mitautor der Veröffentlichung hat zu mir gesagt, Herr Unziger, Sie haben völlig recht. Wer war das bitte? Das war der Herr Lippert in Jülich, der... Das sollte mich sehr wundern. Da er uns regelmäßig die Rechenzeit gibt, dann würde er eins der teuersten deutschen Forschungsprogramme ad absurdum führen, denn er gibt die Rechenzeit dafür. Überlegen Sie mal aber, warum es gibt, also erstens mal, warum wurde es dann nicht verbessert? Ich habe auch noch von keinem gehört, der jetzt wirklich mal echt an die Grenzen kommt des Messbaren. Ja? Man schreibt nur, man hat es berechnet, aber man ist noch unter der Messgenauigkeit. Das ist das Erste. Und das Zweite, es gibt einfach ein prinzipielles Problem. Man kann keine Massen berechnen in dem jetzigen Standardmodell. Wenn Sie eine Masse berechnen, dann kommt da hinten die Einheit Kilogramm heraus. Und die können Sie im Computer nicht erfinden, auch bei keinem Gittermodell, sondern die müsste man, wenn, dann aus Naturkonstanten zusammensetzen. Und Sie können den Naturkonstanten nicht so zusammensetzen, dass die Einheit Kilogramm herausgeht. Es geht nicht. Dann formulieren wir auf der Stelle 1000 Euro, wenn Sie mir es vormachen. Dann formulieren wir es in Elektronenmassen, ist mir völlig egal. Und das bedeutet, man kann es einfach nicht berechnen. Also man sollte es auch nicht behaupten. Sie haben von dem Massenverhältnis gesprochen. Aber ich habe Sie unterbrochen, das war jetzt eine Unsitte. Ja. Nur das Punkt. war schon genau der Punkt angesprochen. Vielleicht können Sie es noch mal genauer sagen.
Also Herr Unziger hat, ich will jetzt nicht auf die Maßeinheitensysteme der Physik eingehen, da ist natürlich tatsächlich ein Punkt, aber das ist was ganz anderes. Das Resultat kann man gerne als Massenverhältnis Proton zu Elektron darstellen, also das ist mir auch egal. Die Genauigkeit ist im Prozentbereich, das ist richtig, aber das ist immerhin schon ein ungeheurer Triumph, dass wir die Massen dieser sogenannten Elementarteilchen, das sind ja auch nur gebundene Systeme, so voraussagen können. Was wir nicht können, und ich möchte auch mal nochmal zurückkommen auf die großen Fragen, ist natürlich die Vorhersage aller Quarkmassen. Da wird häufig so lax gesagt, das erledigt uns das Higgs. Das ist aber natürlich nicht ganz richtig, weil ich das Problem nur verlagere auf die entsprechenden Kopplungen. Aber auf dem Niveau von zusammengesetzten Teilchen, wie den sogenannten Hadronen, also Proton, Neutron und so weiter, gibt es inzwischen seriöse Berechnungsmethoden. Ich bin eigentlich darauf gekommen, nicht damit wir uns wieder auf die Schulter klopfen, sondern dass wir durchaus vom störungstheoretischen Paradigma von Feynman weggekommen sind, was natürlich solche unbefriedigenden Dinge hat, wie die höheren Ordnungen, die ich für Selbstenergien und so weiter brauche. Nebenbei gesagt, solche Methoden würde man natürlich auch den Superstrings wünschen, denn das Problem, warum die Superstring-Theorie eben leider kaum vernünftige Vorhersagen machen können, hat eben auch damit zu tun, dass ich dort keine störungstheoretischen Methoden ansetzen kann, aus Gründen, die wir jetzt hier vielleicht ein bisschen zu weit führen. Wenn da jemand eine tolle Idee hat, so wie Feynman mit den Pfadintegralen, wunderbar, aber hat eben bisher noch keiner gehabt. Das ist das Problem, also eins der Probleme bei den Superstrings, dass die uns nicht auf berechenbare Zahlen führen im Moment. Das ist den Herrschaften aber sehr wohl bekannt. Vielleicht nochmal mit dem Blick nach vorn. Wenn wir jetzt sagen, das ist nicht so der Weg oder einige der oder die wichtigsten Grundfragen bleiben nach wie vor liegen. Nun sagt man ja immer Kritik, oder sagen wir Storm sagte seinerzeit, es hat nur der ein Recht zu kritisieren, der ein Herz hat zu helfen. Welche Fragen würden Sie denn dann den Herrschaften empfehlen? Ja, ich komme darauf. Muss noch ein bisschen eingehen, weil Sie diese supersymmetrischen Versuche erwähnt haben. Supersymmetrie ist nicht ernsthafte Wissenschaft, weil sie keine echten Vorhersagen produziert. Richard Feynman hat darüber mal geschrieben, gerade über diesen Protonenzerfall. Er sagte, sie erfinden ein neues Teilchen, also diese Supersymmetriker, rechnen ein bisschen herum und finden heraus, dass es keine Protonen mehr im Universum gibt. Pech. Dann korrigieren sie und sagen, na, wir setzen ein bisschen höheres Masse für dieses Teilchen ein und finden heraus, dass es das Proton zerfällt, aber gerade mit einer Rate, die gerade unter der liegt, die das letzte Experiment gezeigt hat, dass es nicht zerfällt. Und wenn dann das nächste Experiment kommt, dann wird die Energie wieder ein bisschen höher gemacht. Also Supersymmetrie ist eine Theorie, die permanent den Kopf aus der Schlinge zieht. Wenn Sie 1978 am DESY waren, werden Sie es selbst wissen, wollen wir darüber nicht reden. Wollen wir über ernsthafte, testbare, falsifizierbare Wissenschaft reden? Karl Popper hat gesagt, man muss auch eine Vorhersage auf den Tisch legen, und zwar eine quantitative Vorhersage, wo ich auch so fair bin, anzuerkennen, wenn es denn das nicht war, dann habe ich Unrecht. Nicht, ich habe doch Recht, aber mit einer höheren Energie. Und jetzt treffen wir auf das Grundproblem. Dieses ganze Standardmodell, das kann letztlich keine quantitativen Vorhersagen auch machen, weil ihm aus tiefen Gründen, die in den Naturkonstanten verborgen liegen, die Fähigkeit fehlt, Massen vorherzusagen. Und was erfindet man dann für eine Ausrede dazu? Ich sage, ja, das Standardmodell kann keine Massen vorhersagen, es ist halt so. Ja, wer sagt das? Ich glaube, an der Stelle haben wir einfach noch nicht viel drüber nachgedacht. Und es wäre sehr, sehr interessant, dem zu folgen. Aber es ist natürlich, ich sehe das ein, das ist eine grausame Perspektive, weil das würde bedeuten natürlich, dass diese theoretischen Ansätze jetzt nicht erst seit dem Higgs oder seit dem Topquark, sondern dass die eben seit 80 Jahren falsch sind. Dass man sich seit dieser Zeit verlaufen hat. Und das ist natürlich eine Perspektive, ich glaube, der sehen Sie noch nicht ernsthaft ins Auge, dass dieses Standardmodell so kompliziert, so unglaubwürdig ist, dass es eben wirklich
ganz falsch ist. Da ist es auch nicht so, dass es dann vielleicht noch ein bisschen modifiziert wird. Vielleicht mit dem nächsten Beschleuniger finden wir eine Anomalie, die uns weiterhilft zu Strings oder Supersymmetrie oder was auch immer. Sondern die Wissenschaftstheorie, so funktioniert nämlich Wissenschaft. Die schreitet immer voran und bildet die Theorien, aber ab und zu gibt es immer einen Krach, wie an der Börse. Und dann ist das ganze Modell kaputt. Das war bei den Transuranen so, das war bei der Phlogiston-Theorie so, das war im Mittelalter so und so kann es auch bei dem Standardmodell der Teilchenphysik sein. Wäre das, außer dass es sehr teuer wäre, so eine große Katastrophe? Denn wir würden ja dafür gewinnen, indem wir tatsächlich verstehen könnten, wie es nun wirklich ist. Was wäre eine Katastrophe? Na, wenn sich dieser Weg als sehr nicht richtiger erweisen würde und uns aber denn doch sozusagen mit der Erkenntnis beschenken würde, wie es denn nun wirklich wäre. Also denn das geht ja immer mit dem Bruch einher. Es bricht ja die eine Sache nur zusammen, wenn wir tatsächlich verstehen, wie es nun war. Siehe Einstein mit seiner, der hat eben, alle haben an der Elektrodynamik rumgedoktert und die Mechanik für gegeben geachtet und er hat eben die Mechanik geändert und schon war die Sache ganz einfach. Und genauso könnte es ja auch hier irgendwo noch sein, auch wenn wir jetzt alle gar keinen Anlass, also Herr Unziger kritisiert das sicher aus guten Gründen, aber die große Menge derer, die da involviert sind, sehen im Moment nun gerade nicht so den wirklichen Anlass. Es gibt durchaus Anlässe, also auch das Standardmodell hat ein paar lose Enden, also zum Beispiel die Selbstenergie des Higgs-Teilchens und so, es gibt also durchaus lose Enden. Und dass dieses Standardmodell mal eingebettet sein wird in eine andere Theorie oder in irgendeiner Richtung sich erweitert, glaube ich auch. Es ist andererseits so gut vermessen, also im Wesentlichen mit einer Genauigkeit von 10 hoch minus 5, in praktisch all seinen fundamentalen Parametern, zu denen nicht die Massen gehören. Herr Unziger, das Standardmodell ist eine Dynamik und hat nie den Anspruch gehabt, die Teilchenmassen zu erklären. Das ist ja das Problem gerade. Es hat nie den Anspruch gehabt, ja. Wenn wir empirisch heute die Protonmasse als die eines komplizierten zusammengesetzten Systems auf großen Lattice-Computern, Sie haben Thomas Lippert vorhin angesprochen, simulieren können, ist das sozusagen ein Beiprodukt des Standardmodells. Aber fundamental hat das Standardmodell nie diesen Anspruch gehabt. Es ist eine Dynamik zwischen den Teilchen. Erklärt aber, Klammer auf, leider Klammer zu, natürlich weder die Teilchenmassen noch die Mischungswinkel und so weiter. Es hat in der Tat eine Menge freier Parameter. Das ist sozusagen die schlechte Nachricht, wie ich auch vorhin selbst sagte. Vielleicht noch eine Bemerkung dazu, dass uns die Natur tatsächlich manchmal sozusagen die Wurst vor der Nase herzieht. Wie gesagt, man redet sich natürlich dann immer raus, wenn der Protonzufall nicht gesehen wird, dann mache ich die nächste Annahme und so weiter. Das ist ein völlig normaler Vorgang. Beispiel die Topmasse. Wir haben erwartet, dass wir das Top eventuell mit dem Petra-Beschleuniger sehen, war nichts. Dann hat Japan eine Menge Geld ausgegeben für den Tristan-Beschleuniger, hat immer noch nicht gereicht und es hat dann noch lange gedauert, bis die USA das am Fermilab, am Tevatron gesehen haben. Ja, das kann passieren, so ist nun mal Forschung. Das ist ja nicht unsere Dusseligkeit, sondern das sind dann manchmal überraschende Größen und Parameter. Also das bloß mal zu dieser Frage, laufen wir sozusagen opportunistisch der Natur hinterher? Nee, das ist einfach so. Natürlich können Messgrößen überraschende Werte haben. Ja, und zur Situation des Standardmodells, ich denke auch, das wird schon eingebettet sein in irgendwelche Erweiterungen, aber das wird auch sein wie in der Relation zwischen klassischer und relativistischer Mechanik. Das Standardmodell wird sehr wohl als ein bestimmter Grenzfall enthalten sein in einer großvereinigten oder verallgemeinerten Theorie. Diese Geschichte, die wir erkennen, wird sich da wiederholen. Ich glaube aber an dem sozusagen kalkulatorischen Background und an dem Erfolg des Standardmodells, wo Sie, Herr Unziger, sagen, da ist ja nichts zu messen. Ich meine, es gibt ganze 800 Seitenbücher voll Messungen. Der Lab-Beschleuniger hat also ganze Lehrbücher voll gemessen mit Messdaten. Das Standardmodell ist sehr wohl, macht sehr wohl quantitative Vorhersagen, ist bestens nach Strich und Faden durchgemessen worden und ist in einem so guten Zustand wie die Elektrodynamik. Ja, nämlich in einem falschen. Ja, das ist ja einfach. Vielleicht an der Stelle, also wir sehen schon, wir werden da natürlich zu Konsens nicht finden heute, aber mit Blick auf die Uhr, die ich da vor mir habe, würde ich ja auch Sie gerne noch zu Fragen lassen. Darf ich noch eine, ja. Weil ich ihn jetzt mal vor mir habe, jemand, der, weil ich viele E-Mails an Teilchenphysiker schreibe und an bestimmten Stelle hören Sie immer auf dann. Ja. Also vielleicht eine kleine Bemerkung, ich glaube, vorhin haben Sie sich ein klein wenig
widersprochen. Da sagten sie mal, sie hätten die Masse des Top-Quarks vorhergesagt, auf 2% genau, und jetzt eben war es wieder die Wurst, die man lange nicht gefunden hat und der man immer nachgelaufen ist. Also was nun? Aber wie auch immer. Ich würde gerne mal wissen an der Stelle, ich habe ja das Problem genannt. Stark beschleunigte Ladungen senden elektromagnetische Wellen aus. Wie genau, weiß man nicht. Das ist Stand der Physik. In den Beschleunigern erzeugen sie die denkbar größten Beschleunigungen von Ladungen, und zwar in dem Moment negative Beschleunigungen, wenn die aufeinander prallen. Wie wollen sie, wenn sie die physikalischen Gesetze nicht kennen, wenn sie keine Formel dazu haben, wie wollen sie es denn genau wissen? Wie machen sie das, diesen Hintergrund genau zu entfernen? Weil das müssen sie doch tun, wenn sie einen milliardenfachen Hintergrund haben. Wir wissen, wie beschleunigte Ladungen Strahlung emittieren. Wir bauen den freien Elektronenlaser am DESY in Hamburg, und dieses freie Elektronenlaserprinzip funktioniert wunderbar. Das ist ja genau das. Also das ist sicher braucht man an bestimmten Punkten auch empirische Rechnungen, wenn man die konkreten Magneten simuliert, aber das ist ja nicht unbekannt, was in der Elektrodynamik passiert. Doch, natürlich ist es unbekannt. Also ich weiß nur, dass das gut funktioniert an unseren Apparaten. Und dass auch die und basierend auf normaler Elektrodynamik, die dann dort zeigt, dass es funktioniert. Ja, aber Lev Landau Unrecht in seinem Band Theoretische Physik, Paragraph 75, wenn er sagt, die klassische Elektrodynamik ist widersprüchlich, wir verstehen nicht? Das betrifft den Landau, Herr Unziger, trösten Sie sich, das zitiere ich genüsslich in meinen Vorlesungen, auch von Feynman, nämlich dieses gesamte Problem der der Renormierungstheorie. Also wollen wir mal so sagen, mir wird das jetzt ein bisschen zu fachspezifisch. Ja. Wir mögen Herrschaften, Damen und Herren im Saal sein, die das genießen, aber wenn wir jetzt in die Renormierung, vielleicht kommt da noch der Begriff Renormierungsgruppen, dann hört es also hört's auf. Wir wollen uns vielleicht dann doch bei den Grundfragen noch ein bisschen vertiefen. Aber zunächst würde ich gerne Ihnen halt dann doch mal noch Gelegenheit geben, wenigstens Ihre Fragen. Also der Punkt ist natürlich, ich gehe jetzt los und sammle mal drei Fragen ein und bitte darum, dass möglichst keine Co-Referate, sondern das Statement auch möglichst schnell mit einem Fragezeichen ändert. So machen wir das einfach jetzt mal rein technisch. Und wenn ich hier runterkomme, sehe ich auch besser, wer sich meldet. Wer möchte denn der Erste sein? Ja, da hinten war jemand ganz schnell. So, bitteschön. Vielleicht auch an wen die Frage gerichtet ist, falls das geht? An alle. Die Frage ist an alle gerichtet. An beide. Welche Alternativmodelle gibt es bereits zum Standardmodell? Ja, das war noch eine sehr schöne kurze Frage. Dann die nächste Frage. Wir sammeln gleich mal drei Fragen ein, bitte. Möchte noch jemand eine Frage stellen? Ja, hier hinten. Der Mann und dann noch die Dame. Dann haben wir eine Doppelfrage. Ja, natürlich. Gut, also ich habe der Verständnisfrage in zwei Richtungen. A, zur Eichtheorie und zweitens zum Argument, warum Sie sich jetzt so sicher sind, dass das Higgs-Zeichen jetzt doch entdeckt sei. Also ist die Eichtheorie ungefähr so zu verstehen, dass es eine Theorie ist, die darauf aufbaut, dass es Argumente zugunsten dessen gibt, dass man irgendwelche Zahlen plötzlich austauschen kann, also hohe Zahlen zu Null und so weiter. Sie haben das Fallbeispiel gebracht, also von diesem Vogel auf dem Elektromast oder so ähnlich. Und das Zweite ist, welches ist nun das Neueste, was Sie da irgendwie angedeutet haben? Was ist das für eine Signifikanz, die Sie jetzt so sicher macht, dass das, was da jetzt gemessen worden ist, da unten im LHC tatsächlich Zeichen sind? Das betrifft auch diesen Ansatz von der Transparenz. Also ich finde, dass der ganze Vortrag bezüglich dieses Hauptpunktes alles komplett überhaupt nicht transparent ist, muss ich ganz ehrlich sagen, bis dato. Gut. Das ist die klassische Frage sozusagen. So, die Dame noch und dann antworten erstmal. Ich hätte ganz gerne gewusst von Ihnen beiden oder von jemandem, von einem von Ihnen,
wie man die Antimaterie entdeckt hat. Ja, vielleicht lasse ich, Herr Unziger, ja. Wollen Sie mit der letzten Mal anfangen? Das ist ja nur eine einfache Sache. Ja. Da sind sich hoffentlich alle einig, wie die entdeckt wurde. Ja. Eine Antimaterie ist ja... Sie haben ja eigentlich... Ja, so, ja. Die Antimaterie, das erste Antimaterie-Teilchen war das Positron. Das wurde 1932 von Anderson entdeckt, und zwar in der kosmischen Strahlung. Aber eigentlich wurde es schon vorher gesehen, und zwar von den Joliot-Curies, die den Beta-Zerfall untersucht haben. Und dann hatten sie ein Bild vor sich und gesagt, oh, da ist ein Elektron, das plötzlich in einen Kern hineinstürzt. Und haben sich ein bisschen gewundert und haben es dann zur Seite gelegt, aber wieder. Und später haben sie sich geärgert, weil in Wirklichkeit war das also das erste Antiteilchen, das erste Antimaterie-Teilchen, das aus dem Kern herausgekommen ist. Sie hatten sich über die Zeitrichtung geirrt. Und in dieser Frage der Zeitrichtung liegt auch ein großes Rätsel heute noch der Antimaterie. So viel vielleicht dazu. Mhm. Ja. So, dann vielleicht zu der Frage gerade mit dem Higgs. Das war ja, wie sicher sind wir uns da und warum kann das außer Ihnen hier im Saal niemand verstehen? Also vielleicht erstmal zum Higgs. Die Signifikanz des Higgs-Signals ist inzwischen 10 Standardabweichungen. Das ist also über jeden Zweifel erhaben. Ich wage jetzt nicht zu sagen, wie unwahrscheinlich es ist, dass es keins ist. Das ist 10 hoch minus, ich weiß nicht was. Möchte kein Mensch mehr ausrechnen. Gut, das kann man als mathematische Spielereien abtun, aber was, glaube ich, ganz wichtig ist und den CERN auch dazu bewogen hat, im vergangenen Sommer doch schon eine Evidenz zu verkünden, ist, dass das zwei ganz unterschiedlich geartete Experimente, die wirklich, wirklich nicht voneinander abgucken, das kann ich wirklich bestätigen, etwas ganz Ähnliches gesehen haben. Die sind wirklich auch statistisch voneinander unabhängig, und das hat uns dazu bewogen, doch schon im vergangenen Jahr mit der ersten Pressemitteilung rauszugehen. Und diese Evidenz hat sich also wirklich verstärkt, und zwar in beiden Experimenten. Also 10 Standardabweichungen ist wirklich eine Entdeckung, da können wir uns schon sicher sein, und auch in mehreren Zerfallskanälen, unabhängig voneinander. Also ja, aber... Ja, okay, Entschuldigung, ja, das habe ich, ja. Ja, die Frage ist hier angekommen, sonst müsste ich nochmal mit dem Mikro kommen. Ja, nee, diese Frage ist angekommen, da hat sich die Evidenz auch verstärkt, durchaus auf dem Niveau von, ja, auch von einigen, von mehreren Standardabweichungen, also wir haben die relativen Wahrscheinlichkeiten der aller Reaktionskanäle untersucht, und die stimmen im Moment ausreichend gut, also mit einer Restunsicherheit von kleiner 10% mit der Hypothese überein, dass es das Standardmodell Higgs ist. Ja, was wir einfach zur Kenntnis nehmen. Wir hätten auch durchaus uns gefreut, wenn es was ganz Überraschendes gewesen wäre. Im Moment sieht es aber ganz stark nach dem Standardmodell Higgs aus. Es laufen auch die Bestimmungen des Drehimpulses dieses Teilchens. Das ist deshalb so wichtig, weil das Higgs-Teilchen Zeuge oder Botschaft eines ganz neuen Typs von Feld ist, nämlich ein skalaren Feld. Bisher kennen wir in der Physik für die Kräfte Vektorfelder. Eine Kraft ist ja immer Zeug, der zeigt von Punkt A nach B. Oder für die Teilchen, die Elementarteilchen haben alle einen Drehimpuls in halb. Das Higgs ist das erste fundamentale Teilchen, was überhaupt keinen Drehimpuls hat, also völlig richtungsunabhängig ist, ähnlich wie Druck und Temperatur und so weiter. Das ist was völlig Neues. Und auch für diese Spinzuordnung des Feldes haben wir im Moment schon Evidenzen von ungefähr 99%. Sicherheiten von 99%. Das sind also die letzten Resultate vom Frühjahr und Frühsommer. Also es verdichtet sich alles Richtung Standardmodell Higgs. Das ist, ja, das sehen wir mit einem lachenden, weinenden Auge. Das ist einerseits eine gute Nachricht, aber es ist natürlich in gewisser Hinsicht wiederum nichts Neues. Das ist das, was wir seit 50 Jahren erwarten. Das ist aber genau der Punkt, den im Grunde, wenn ich es recht verstehe, der Herr Unziger kritisiert. Also der Begriff Evidenz ist und Abweichung mag nicht jedem so geläufig sein. Es läuft eben doch darauf hinaus, dass man viele, viele, viele Ereignisse hat und daraus natürlich Wahrscheinlichkeiten ableiten kann, das eine Ereignis daraus zu bekommen. Also es ist nicht irgendeine
Eine eigene, genau. Ja. Naja, auch das ist natürlich nicht jeder. Das ist eben komplizierte Statistik. Mhm. Und dahinter, wie wir wissen, wir glauben nur der Statistik, die wir selbst beeinflusst haben. Dahinter versteckt sich natürlich gerne sehr viel. Und das ist, glaube ich, einer Ihrer Kritikpunkte, dass das weder nachvollziehbar ist. Es ist ja auch ziemlich kompliziert, solche Arbeiten zu lesen. Man kann auch diese Experimente ja nicht wiederholen. Wer hat denn diese Maschine nochmal? Also das ist ja sozusagen bei der Vorgehensweise der modernen Wissenschaft, glaube ich, Ihr Kritikpunkt. Ja, also richtig konkret, also gegen diese statistische Aussage, dass man da jetzt mit 99,999% ein Signal sieht, da können Sie auch gerne noch ein paar Neuner dazu addieren. Das ist nicht das Problem, das ist also dieser statistische Fehler. Aber das Problem liegt doch, dass Sie die Möglichkeit unterschätzen von systematischen Fehlern. Systematische Fehler, die man gar nicht kontrollieren kann. Nassim Taleb hat es in einem sehr klugen Buch geschrieben, er ist übrigens Wirtschaftswissenschaftler und Philosoph. Er hat kritisiert, dass man in der Wirtschaftswissenschaft immer mathematische Modelle macht und die Gauss-Kurve verwendet und diese Modelle nie funktionieren im realen Leben, weil man mit dem bekannten Unbekannten, mit dem man rechnen kann, dann statistische Abweichungen rechnen kann, aber trotzdem diese kleinen Wahrscheinlichkeiten, genau das, was Sie tun, wenn Sie sagen, Sie entfernen zu viel Hintergrund, die werden unterschätzt und diese Möglichkeit von systematischen Fehlern, die kann man nicht so einfach angehen. Das ist ein wesentlicher Punkt und jetzt sagen Sie, das beruhigt uns alles, wir sind zwei Arbeitsgruppen, Atlas und CMS. Darüber müssen wir auch reden, über dieses System der Datenverarbeitung. Das sagt bis dahin überhaupt nichts. Zwei Arbeitsgruppen mögen besser sein als eine. Aber es geht doch um die grundlegenden Prinzipien, die Glaubenssätze dieser ganzen Community. Das ist ungefähr so, als wenn man sagt, ja, es gibt ja eine Konkurrenz zwischen McDonald's und Burger King, eine gesunde Konkurrenz, sie werden schon dafür sorgen, dass wir uns gesund ernähren. Was mich stört an der ganzen Sache, sie machen von den Rohdaten, von den allerersten Rohdaten, von der Detektorkalibrierung und den Monte-Carlo-Simulationen und dem Herausrechnen des Hintergrundes. Es ist ein sehr schwieriger Prozess, gebe ich alles zu. Aber Sie machen das von Anfang bis zu Ende in einer Gruppe. Und dann wird verkündet, wir haben dieses und jenes Signal, das ist das Higgs. Und die andere Gruppe macht es auch so vertikal. Und dann, wenn man sagt, ja, die Energien, die stimmen aber nicht überein, dann geht man nochmal zurück und sagt, ja, vielleicht müssen wir den Detektor an der allerersten untersten Stufe vielleicht ein bisschen nachkalibrieren, damit die Energie stimmt. Dieses System der Datenverarbeitung muss sich grundsätzlich ändern, glaube ich, am Vorbild der Astrophysik. Das ist eine horizontale Datenbearbeitung bekommen, wo eine Gruppe sich einfach nur mit dem Triggern befasst oder nur mit der ersten Stufe. Und zwar ohne, dass sie interessiert daran sind, ob am Ende das Higgs herauskommt oder nicht. Ich kann heute in der Astrophysik von diesem SDSS-Galaxienkatalog, kann ich mir Daten herunterladen und dann kann ich mir anschauen, diesen Computercode, der die Pipeline macht, der die Farbfilter und so weiter generiert. Das kann man alles überprüfen. Und wenn jemand dann eine Stufe draufsetzt und sagt, ich will jetzt die Expansion des Universums messen, dann kann er das tun. Aber jede Zwischenstufe ist transparent. Und das ist das, was mir hier fehlt. Ja, wir brauchen eine neue Transparenz dieser Daten. Das ist eine ganz konkrete das Frage. Ist, da lässt sich sicher auch das ist in der Tat natürlich ein Problem. Das hat unter anderem damit zu tun, also erst einmal den schieren Datenmengen. Wir reden hier inzwischen über ungefähr 300 Petabyte, die eben insgesamt im Grid existieren und auf 250.000 Prozessoren berechnet werden. Die müssen Sie sich erst einmal beschaffen. Da müssen Sie bei den Regierungen 10 Jahre Anträge stellen, ehe Sie diese Computerkapazität haben. Das ist nun mal leider so. Ein anderer Punkt ist, dass diese Detektoren sehr komplex sind und sozusagen in ihrer Komplexität aus mehreren Dutzend astrophysikalischen Experimenten bestehen. Also wir machen in meinem Institut in Zeuthen ja auch Astrophysik, das IceCube-Experiment. Wir haben gerade heute das Cherenkov-Teleskop-Array in Adlershof eingeweiht. Diese großen, sehr ehrenwerten, teuren astrophysikalischen Einrichtungen sind sozusagen so ungefähr vergleichbar mit einer Komponente unserer Detektoren. Eine Komponente könnte ich vielleicht nur offenlegen, sowohl was die Datenmenge als auch die Komplexität und die Eichung angeht.
Aber irgendwann geht das nicht mehr. Mal brutal gesagt, wir haben ja selber Mühe, da sozusagen noch wirklich durchzublicken und alles zusammenzuhalten. Natürlich könnte man das ins Netz stellen, es würde bloß keinem Menschen was nützen. Das sind Datenmengen, sie brauchen Kalibrierungen, die eben nicht so offensichtlich sind. Das ist eben leider ein bisschen komplizierter geworden. Das ist aber in der Genetik genauso. Stellen Sie mal geben Sie irgendjemandem eine Probe, irgendein Virus, und der soll da mal eine Genanalyse machen. Das wiederholt man eben nicht so einfach. Es ist eben leider nicht mehr so einfach. Ich gebe aber, um da vielleicht mal was Positives zu sagen, dieser Kompliziertheitsgrad macht uns durchaus zu schaffen. Auch die schiere Größe der Experimente mit 3000 Leuten. Ich sage dazu gerne, zuvörderst und zuallererst sind diese Experimente soziologische Experimente, denn es ist wirklich anstrengend, in diesen großen Kollaborationen zu arbeiten. Man braucht so viele Leute, die alle zusammenarbeiten müssen, und man braucht noch die und die und die Kalibrierung von dem und dem und dem aus Taiwan und so weiter. Das ist in der Tat kompliziert. Aber dieser Apfel der Erkenntnis fällt uns nun mal nicht in den Schoß. Ja? In der Astrophysik gucken wir bis an den Rand des Universums und wir erzeugen eben hier Temperaturen wie eine Zehntel Milliardstel Sekunde nach dem Urknall. Diese Weisheiten, es ist sozusagen so einfach, lässt uns der liebe Gott nicht in die Karten gucken. Das ist nun mal so. Einfach ist es nicht zu haben. Ein Ausweg ist E plus E minus Wechselwirkung. Wenn wir einen solchen Beschleuniger haben, wird es wirklich wieder einfacher. Da haben wir eben nicht das 10 hoch 12-fache an Untergrund, sondern vielleicht bloß noch das 100-fache an Untergrund, und wir leben wieder in goldenen Zeiten. Das heißt, wir brauchen eine andere Maschine. Also wem da jetzt wieder einige Begriffe, so habe ich ja schon mal gehört. Also auch in diesem Raum hat Herr Spiering schon über seine Versuche im Baikalsee und wo nicht alles gesprochen mit seinen. Wir hatten auch schon die großen Plexiglaskugeln hier in der Urania zu hängen. Kann man jetzt weit in die Tiefe gehen, Tscherenkow-Strahlenseite, das sind alles Sachen. Man muss sich schon bewusst sein, dass das vielleicht etwas unbemerkt, blättern wir ja hier ein großes Gebiet der Physik auf, jahrzehntelang haben tausende Menschen da Geräte entwickelt und Theorien produziert, und wir diskutieren jetzt natürlich hier sozusagen schon nur sehr punktuell die Möglichkeiten, wie wir damit auch wirklich Erkenntnis gewinnen. Das wäre vielleicht noch zum guten Schluss mein Fall. Aber wir haben noch eine Frage, die ist noch nicht offen, beantwortet. Sind zwei Fragen sind offen. Zwei Fragen sind noch offen, die wollen wir auch beantworten, denn ich muss ein bisschen, muss ich auch noch auf die Uhr gucken. Ja. Also eine Frage war Alternativen zum Standardmodell. Nicht wirklich, würde ich kontern mit der Gegenfrage, gibt es Alternativen zum Elektromagnetismus? Der Elektromagnetismus ist ja Bestandteil des Standardmodells. Das Standardmodell funktioniert so gut, dass also wirkliche Alternativen, die dagegen stehen, dafür gibt es im Moment keinen Anlass. In der Geschichte der Entwicklung des Standardmodells natürlich war das ein arger Weg der Erkenntnis und hat man auch andere Dinge mit in Rechnung gestellt. Also ich, ja. Das muss auch, die muss aber Herr Unziger bringen und nicht ich. Also ich sage, das ist so gut wie das Elektromagnetismus. Also Erweiterung, ja, ich, um Gottes Willen, ich will nicht den Anschein erwecken, als sei dort Friede, Freude, Eierkuchen im Standardmodell. Es gibt, wir kennen sehr wohl die Grenzen unseres Wissens, ich habe die auch genannt, warum gibt es die drei Teilchenfamilien, wir können die Massen der fundamentalen Teilchen nicht vorher berechnen. Es gibt andere Parameter im Standardmodell, die wir nicht aus dem Standardmodell selbst generieren können. Aber dann, wir haben Ansätze, das aus umfassenderen und erweiterten Theorien zu tun. Zum Beispiel werden in großvereinigten Theorien, insbesondere in supersymmetrischen Theorien, vereinigen sich die Stärke der Kräfte, die Kopplungskonstanten. Das ist der Traum von der Urkraft, dass wir zu Beginn der Evolution des Universums wirklich nur ein Kraftprinzip hatten mit einer Stärke, und diese unterschiedlichen Phänomenologien, diese unterschiedlichen Kräfte dann sozusagen ausgefroren sind während der Frühphasen der kosmischen Evolution. Andere Frage war noch zu Eichtheorien. Was ist sozusagen die Essenz der Eichtheorien? Das hatte ich vorhin schon angedeutet. Das ist der Ansatz der Eichtheorien, ist eine Beobachtung, dass es eine Freiheit in dieser Welt gibt. Und das beste Beispiel für Laien, aber auch für Physikstudenten am Anfang, ist tatsächlich das elektrostatische Potenzial.
so wundersam wie das ist, und darüber kann man sich nicht genügend wundern, wieso tut sich das Vögelchen auf der Hochspannungsleitung bei 400.000 Volt oder 380.000 nichts zuleide? Weil es tatsächlich diese Freiheit in der Welt gibt, dieses Potenzial da oben umzudefinieren zu Null und hier unten zu meinen Füßen minus 380.000. Darüber kann man sich wundern oder nicht. Und wenn ich das positiv umformuliere und die Forderung an die Theorie stelle, dass ich alle Potenziale und dann auch die sogenannten Vektorpotenziale des Magnetismus umeichen kann, dass die frei sind, dann gewinne ich aus der Freiheit plötzlich eine Bestimmtheit. Das ist eine ganz dialektische Prozedur, ähnlich wie in dem berüchtigten Noether-Theorem. Aus der Beobachtung, dass zu jedem Zeitpunkt, an jedem Ort und in jeder Richtung des Universums dieselbe Physik gelten muss, Emmy Noether, die berühmte Mathematikerin, geschlossen hat, den Erhaltungssatz von der Energie, vom Impuls und vom Drehimpuls. Das ist genauso ein dialektisches Pärchen. Emmy Noether, eine der genialsten Erfindungen in der theoretischen und mathematischen Physik, hat eben aus einer immanenten Freiheit dieser Welt Konkretheit und positiven physikalischen Saft gewonnen. Das ist also ein atemberaubender Vorgang. Und gerne auch so, ja. Ich wollte diesen abstrakten Begriff, gern. So können wir es auch. Ja. Gut, also, vielleicht Sie nochmal, ja? Ja, dazu. Also weil die Frage auch an mich gerichtet war. Entschuldigung, nur der Begriff Symmetrie ist am elektrostatischen Potenzial ein bisschen anstrengend anzuwenden. Deshalb habe ich danke für Ihre Bemerkung, Sie haben natürlich völlig recht. Ganz anstrengend. Ja, das die Frage war jetzt auch eine Diskussion, aber das ist jetzt sehr technisch, die wir dann vielleicht verfolgen können. Ne? Ja. Es war die Frage aus dem Raum nach den Alternativen. Ich bin nicht jemand, der jetzt durch die Lande zieht und missioniert, was er für eine tolle Theorie hat. Ich kann das nicht sagen. Aber es gibt ein paar sehr interessante Ideen, die man verfolgen könnte, die sehr, sehr anders sind als das Standardmodell. Hauptsächlich sind sie von früheren Wissenschaftlern gedacht worden, von Robert Dicke, von Einstein, von Sharma. Ich habe darüber geschrieben, wenn Sie es interessiert, können Sie das gerne nachschauen. Aber ich gehe nicht durch die Lande und jetzt zu missionieren. Das viel größere Problem ist heute, dass eine alternative Theorie oder eine möglicherweise richtige Theorie eben gar keine Chance hat, sich in dem heutigen Zustand mit den Daten der Teilchenphysik auch zu bewähren. Weil die Ergebnisse der Teilchenphysik eben schon in diesen modellvoraussetzenden Sprache formuliert werden. Und deswegen kann man nur sagen, man braucht hier mehr Transparenz. Es hat keinen Sinn, jetzt nur Zerfallskanäle oder Branching Ratios anzugeben, sondern wir müssen sagen, wie viel Energie wurde an welcher Stelle im Detektor deponiert. Punkt. Und diese Daten müssen öffentlich werden, die müssen auch aufs Netz. Und da sagen Sie jetzt, das geht nicht und das sind viel zu viele und das sind technisch, ertrinken wir selbst unter der Datenflut. Aber wer ist denn schuld daran? Sie können doch nicht diese 60 Jahre Gigantomanie der Teilchenphysik, muss man mal sagen, jetzt selbst als Vorwand zu benutzen und zu sagen, das ist uns zu groß geworden, zu komplex, wir können mit den Daten nicht mehr richtige, reproduzierbare wissenschaftliche Methodik machen. Dann muss man eben kleinere Brötchen backen. Dann stellen Sie die Daten von Desi ins Netz, dann stellen Sie die Gargamel-Daten von 1973 ins Netz. Dann würde ich gerne diese Rohdaten nochmal sehen von dem Myonen-Neutrinos-Experiment von Ledermann 1962 oder auch gerne die Streuexperimente von Hofstetter 1961. Das wäre wirklich interessant, aber das alles gibt es nicht. Und gibt das ist im Zeitalter, wo es lange das Internet gibt und dem sie so historischen Experimenten nicht. Ist das schade. Aber dieser Begriff Data Preservation ist ein Thema in der Teilchenphysik. Also wenden Sie sich an meinen Kollegen David Saus bei DESY, der ist verantwortlich, also auch innerhalb Europas für dieses Data Preservation Projekt. Es gibt auch Beispiele, auch aus Ihrer Heimatstadt München, dass sowas funktioniert hat. Und zwar sind die DESY-Daten vom Jade-Detektor zur Verbesserung der Messung der Kopplungskonstante der starken Kopplung nochmal analysiert worden von Ihren Kollegen in München. Das war sehr erfolgreich. Diese Reanalyse war möglich und vernünftig, weil wir inzwischen wesentlich bessere theoretische Rechnungen haben nach 30, 40 Jahren. Das wird, wenn nötig, tatsächlich gemacht.
der Punkt ist bekannt, das ist ja auch in unserem egoistischen Interesse, dass wir diese Daten oft bewahren, eben auch für Reanalysen. Das ist aber richtig Arbeit, da brauchen wir Leute dazu. Wir müssen ja diese Magnetbänder ständig dann umwälzen, weil alle 5 bis 10 Jahre eine Technologie da ist, die völlig neu ist. Das heißt, man muss diese Daten ständig umschreiben. Und man braucht Metasprachen, die auf eine abstrakte Art und Weise zum Beispiel die Kalibrierung formuliert, weil die Software von vor 20 Jahren läuft nicht mehr. Das geht überhaupt nicht. Das merken Sie ja, wenn Sie einen veralteten Rechner benutzen, kein Compiler geht mehr und nichts. Also nach 5 bis 10 Jahren geht kein Analyseprogramm mehr. Das können wir ja nicht ändern. Das heißt, solche Data Preservation ist nie ein statischer Prozess, die frisst ständige Ressourcen. Und die Ressourcen, wir wissen darum, wir versuchen das, aber das ist ein richtiges europaweites Projekt, was angegangen wird, aber Datenfrist. Vom Hera-Beschleuniger bei DESY werden wir das machen. Das ist genau die Zeit, die Messzeit, die schon in die Zeit des Internet fällt. Uraltdaten wird wahrscheinlich jetzt keiner anfassen. Im Ausnahmefall ist es gelungen, wie gesagt, starke Kopplung und Jade-Experiment ist ja von den Münchner Kollegen Sigi Bethke und Co. gemacht worden. Also das wissen wir und versuchen wir. Wenn wir uns in einem Punkt mal einig sind, dass das gemacht werden muss, dann können wir eigentlich die Diskussion beenden fast. Sind wir auch dabei, also mit Blick auf die Uhr. Wie bitte? Ja, danke. Wir denke auch, sind eigentlich sehr gut vorangekommen. Also ich muss... Ich habe jetzt 3 Fragen eingesammelt und jetzt haben wir auch alle schön beantworten und diskutiert. So streng sind. Ja, aber das tut mir leid. Also ich hatte jetzt zu Fragen nicht eingeladen. Also ich meine, vielleicht haben Sie noch eine kurze, dann nehmen wir die noch mit. Für Ihre Gesundheit, in der Positronen-Emissionstomographie, arbeiten Sie mit Antimaterie, mit Positronen. Beispiel. Zum Beispiel. Da kann man sie anwenden oder nutzen. Möchten Sie, haben Sie noch? Ich würde nur ein Wort dazu sagen, ein großes Rätsel, auch ein ungelöstes Rätsel bisher. Also zum guten Schluss möchte ich vielleicht noch Folgendes sagen. Wird ja häufig kritisiert, Herr Unziger mit seinen Büchern und sticht da nur in dieses Wespennest. Und er hat, wie er selber sagt, ja noch nun nicht derjenige, der aus jeder Tasche jetzt eine neue Theorie zieht. Da gibt es also den guten Spruch, dass der Kritiker so sehr wohl kein Ei legen kann, aber trotzdem sagen, ob es ein gutes oder schlechtes ist. Also immer wieder diese Prozesse unserer modernen Forschung zu hinterfragen und vor allem auch die von Ihnen ja schon erwähnten sozialen Prozesse. Denn wie wird Geld beantragt? Wem wird Geld gegeben? In welchen Strukturen läuft das, wenn wir alleine bedenken, wie viel die Bundesrepublik in EU-Projekte steckt und wie wenig wir dann tatsächlich Doktoranden selber haben, die diese Daten auswerten können. Das ist in diesen Großforschungsprojekten ein großes Problem und ähnliche Dinge oder wie jetzt in Zeiten der Finanzkrise natürlich der Erkenntnisdrang sehr schnell dem Rotstift zum Opfer fällt. Das sehen wir in vielen Bereichen. Also wir freuen uns natürlich nicht nur, weil wir diese Bücher sehr gut lesen, dass solche Kritiken immer wieder angebracht werden und auch auf die sozusagen in historischer fundierter Weise, was ja, muss man auch sagen, im modernen Wissenschaftsbetrieb ja die Leute, die da rechnen und messen, gar nicht so machen können, auf diese Entwicklung hingewiesen wird und auch das, was die Altvorderen Einstein, Dirac und Fermi und was nicht alles geleistet haben, da kann ich Ihnen die Bücher von Herrn Unziger natürlich nur empfehlen, die liegen da draußen, weil da sind wirklich sehr fundiert diese Sachen analysiert. Andererseits danke ich Ihnen, Herr Naumann, natürlich, dass Sie uns immer wieder diese Entwicklungen des CERN hier wirklich ins Haus tragen. Da ist auch der Kollege Zornetten, der immer mit großer Begeisterung von seinem Atlas-Experiment spricht und Ähnliches. Da wird wirklich mit viel intellektuellem Einsatz gearbeitet. Das muss man auch den String-Theoretikern zugute halten, die ich eigentlich zu den Mathematikern rechne.
rechne und eigentlich das Problem dann losgeht, wenn sie halt über Weltanfänge fabulieren und man dann schon wirklich in die Wissenschaftstheorie gerät, ob das überhaupt noch angemessen ist. Aber auch da muss man sagen, dieser Spruch, dass die Einschätzung der Leistung eines Wissenschaftlers immer schief gerät, weil eben doch die Wissenschaft immer noch zum Munde führt. Dieser Spruch stammt von Ludwig Boltzmann und ist über 100 Jahre alt. Also auch diese Entwicklungen sind alle nicht so ganz neu. Insofern kann ich alle nur ermuntern und ermutigen, diese Entwicklungen zu verfolgen und sich darüber zu bilden und ihr vor allem die eigene Meinung zu bilden. Das sieht man am Falle von Herrn Unziger. Man muss eben wirklich alles auch hinterfragen, versuchen selbst zu verstehen. Und ich glaube, das ist dann für alle der Fortschritt. Und wenn tatsächlich sich herausstellt, das große Gedankengebäude Standardmodell bricht zusammen, weil ein schönes, einfaches, elegantes sich hervorschält aus dieser Schale, dann werden wir alle nur umso glücklicher und würden sofort zu einer Veranstaltung zu diesem Thema hier einladen. Darf ich noch ein Anekdötchen hinzufügen? Ja. Wir waren ja bei CERN wirklich nicht sicher, ob wir das Higgs finden. Und da wurde politisch schon diskutiert im Council, was werden wir denn da nichts finden? Und da wurde da also auf hoher politischer Ebene das Statement vorbereitet, finding the Higgs would be discovery, not finding it would be a revolution. Und das ist wirklich wahr. Es ist durchaus nicht so, dass wir auf dieses Ayapopeia zugesteuert haben. Für wirkliche, alles zersprengende Widersprüche sind wir sehr wohl offen. Die wirkliche Sensation wäre gewesen, wenn es was ganz anderes gewesen wäre. Das wäre die wirkliche Revolution gewesen. Jetzt ist es im Moment erstmal das, was man seit 50 Jahren erwartet. Aber ich möchte noch mal sagen, wir müssen hier auch in Demut vor der Natur verharren. Wir sind Naturforscher und unsere Aufgabe ist, zur Kenntnis zu nehmen, wie die Natur ist. Die führt uns manchmal an der Nase rum, die Früchte fallen uns nicht in den Schoß, das ist mühselig, Herr Unziger hat recht, da gibt es immer Phasen der Unsicherheit, wo wir rumeiern, aber das ist nun mal so. Das ist einfach Teil der Naturforschung. Und vielleicht gibt es noch die Revolution, gerne, also mit mir gerne. Gut, dann danke ich Ihnen, dass Sie auch so lange ausgeharrt haben. Sicherlich, wenn einer noch eine ganz spezielle Frage hat, kann man die jetzt noch an die beiden richten. Ihnen beiden danke ich fürs Kommen und für die spannende Diskussion. Und wie gesagt, schauen Sie ins Programm der Urania. Wir werden diese Themen weiter verfolgen. Vielen Dank.